Hi und herzlich willkommen zu Part 13 meines Family Life Let's Plays. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich gerade bin, aufnehmen zu können, weil ich habe die ganze letzte Woche so viel Kram für meine Uni zu tun gehabt und jetzt bin ich so glücklich, dass ich jetzt einfach mal so ein bisschen Sims spielen kann und einfach mal mich auf andere Dinge konzentrieren kann. Das ist gerade so ein schönes Gefühl, jetzt aufnehmen zu können. Egal, darum soll es nicht gehen. Im letzten Part war ja relativ viel Umstyling-Content. Also wir haben ja die Krabbelgruppe von Darian umgestylt. Nicht komplett, aber Julie, ihn und seine Cousine, Großcousine, wie auch immer, Haley. Es haben noch, glaube ich, drei Kleinkinder gefehlt. Die habe ich, soweit ich weiß, letzte Woche dann selber noch umgestylt, ohne euch dann. Das können wir uns nachher mal anschauen. Es kann sein, dass wir in diesem Part schon ein Baby bekommen. Ich glaube aber nicht. Also Nelia, also ich habe absolut gerade keine Ahnung, welchem Trimester Nelia sind. Das schauen wir uns aber nachher mal zusammen an. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal ins Spiel, weil ich freue mich so sehr aufs Aufnehmen. Ja, und wir starten jetzt mal in den Part mit diesem Gesichtsausdruck von Kai. Kai ist nämlich tatsächlich vom Blitz getroffen worden. Man glaubt es nicht, aber ihr schaut selbst, er ist vom Blitz getroffen worden. Armer Kai, ich habe wirklich gedacht, ich muss jetzt ohne Speichern ausmachen, weil er jetzt einfach stirbt. Aber nein, er hat es überlebt. Er ist vom Blitz getroffen worden und hat es einfach überlebt. Er hat einfach ein riesengroßes Glück gehabt. Aber es geht ihm jetzt gerade nicht ganz so gut. Er glitzert, also er sprüht jetzt auch so ein bisschen Funken und so. Es ist ein bisschen beunruhigend, aber ich glaube tatsächlich, dass er es überlebt hat. Also ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht noch irgendwas nachkommt. Ich würde ihn jetzt mal fernhalten von sämtlichen elektronischen Geräten oder irgendwie wahrscheinlich auch von draußen. Ich weiß gar nicht, warum er vom Blitz getroffen wurde, weil gerade ist das Wetter gar nicht so schlecht tatsächlich mal. Wir hatten ja die letzten Tage mal ein bisschen Pech so mit dem Wetter. Nelia ist tatsächlich hier fleißig am Stricken. Sie ist gerade dabei, einen Teppich zu stricken und ich habe so ein kleines bisschen hier noch verändert, Leute. Ich habe hier eine kleine Fensterbank noch hinzugefügt. Das ist quasi einfach ein Regalbrett und einen tatsächlich funktionalen Heizkörper. Ich kann euch das gerne auch mal, ich hoffe, ich denke dran, ansonsten erinnert mich bitte noch mal in der Infobox verlinken, wo ich das her habe. Ja, und wie gesagt, das ist einfach vom Spiel. Ne? Das ist einfach so ein Regalbrett, was ich hier mit BB Move Objects on dann darunter platziert habe. Ja, Nelia ist gerade fleißig am Stricken und macht gerade einen Teppich für das Kinderzimmer. Sie ist überglücklich, weil es dauert nämlich nicht mehr so lange, dass ihr kleines Mädchen das Licht der Welt erblickt. Wobei doch eigentlich dauert es schon noch ganz schön lange, drittes Trimester, 19 Stunden. Also wir werden in diesem Part definitiv noch keine Geburt erleben. Ich habe, wenn ihr es gerade erkennen könnt, tatsächlich auch im MC Command Center ein bisschen rumgespielt mit der Spielgeschwindigkeit. Also das Spiel läuft jetzt ein bisschen langsamer. Das bedeutet, die Sims brauchen auch ein bisschen länger, um Dinge herzustellen. Aber das Schöne ist, es ist nicht immer so schnell der ganze Tag rum. Ich habe das nämlich immer, also ich fand das immer so schade, dass wir irgendwie gar nicht so richtig den Tag spielen können, weil irgendwie der Tag immer so schnell vorbeiging. Und jetzt können wir halt wirklich auch mal ganz in Ruhe Nelia hier beim Stricken zuschauen. Ich kann euch ein bisschen was erzählen, ohne dass der Tag so dahin zieht. Ihr wisst, was ich meine. Nelia muss ja noch einen Auftrag abschließen hier. Was? Nelia hat keinen Job? Das halte ich für ein Gerücht. Was ist da passiert? Also es ist ein Update gewesen und ich habe auch geguckt, welche Mods geupdatet werden müssen. Eigentlich habe ich das getan. Aber anscheinend hat Nelia ihre Freelancer-Karriere verloren. Kai ist aber gerade noch hier in seiner Gartenkarriere. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil wir hatten mit Nelia eigentlich diese Freelancer-Karriere und ich hatte eigentlich auch so weit mit ihr gearbeitet, dass sie eben etwas da abgeben konnte. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Aber gut, wir können uns ja dann nochmal einen Auftrag annehmen. Dann muss sie das halt dann einfach ja, nochmal annehmen. Dann ist das so. Ja, wir haben. Achso, es hatte mir auch jemand erzählt, dass wir auf dem Flohmarkt Gemälde verkaufen können. Ihr könnt mir gerne mal erzählen, ob das richtig ist. Also mir hat das jemand erzählt, dass das so ist. Aber ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Also, achso, und hier hätte Darian übrigens auch schon Geburtstag. Ja, wir gucken uns das jetzt mal alles an, wie das jetzt ist mit der geringeren Spielgeschwindigkeit. Es hatte auch jemand, ich kann ja direkt mal nachgucken, ich bin natürlich wieder bestens vorbereitet hier. Es hatte auch Isabel Z in die Kommentare geschrieben. Ich habe mir überlegt, wie schön es wäre, wenn du irgendwann eine Art Wintergarten anbauen würdest. Also einen Raum komplett aus Fenstern und dort könnte Nelia dann ihre Staffeleien machen und dann noch viele Pflanzen und Bücher. Also wenn man dort sitzt, wenn man dort sitzen kann zwischen vielen Blumen und Büchern und einfach dort zusammensitzen kann, das fände ich wunderschön. Und das finde ich auch wunderschön und deswegen können wir das sehr, sehr gerne machen. Deswegen wollte ich nämlich eigentlich, dass Nelia ihren Auftrag noch abschließt, denn dann hätten wir nämlich 3000 Simoleons bekommen. Aber leider buggt mein Spiel. Und deswegen
deswegen hat Nelia jetzt keinen Job mehr. Nelia, guck mal, ob du die Freelancer-Karriere nochmal annehmen kannst. Und dann können wir nämlich vielleicht. Ich hatte überlegt, ob wir. Also ich wollte langsam. Ich wollte eigentlich Kai ein Gewächshaus bauen, denn es gibt jetzt neue Sets. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe an dem gleichen Tag, an dem die Sets released wurden, erst erfahren, dass es überhaupt neue Sets gibt. Und, ach so, genau, Freelancer müssen wir jetzt mal ganz kurz hier auswählen für Nelia. Wo ist Freelancer? Hä? Bin ich jetzt doof? Es gibt irgendwie die Freelancer-Karriere nicht mehr. Also ich scroll jetzt mal hier hoch. Und wenn ich jetzt total blind bin, dann schreib mir bitte in die Kommentare, Jessica, du bist total blind, aber ich finde die Freelancer-Karriere nicht mehr. Was ist da los? Also manchmal will mein Spiel mich wirklich veräppeln. Ich habe mich jetzt so sehr gefreut auf das Aufnehmen. Und jetzt gibt es hier so blöde Bugs. Also ich meine, gut, also das ist es ja alles nicht hier. Anscheinend, also entweder die Freelancer-Karriere wurde rausgenommen, was ich mir aber irgendwie nicht vorstellen kann. Okay, dann werden wir jetzt Geld verdienen, indem Nelia Bilder malt. Ich habe zwar gesagt, ich möchte die dann über Plopsi verkaufen und bla bla bla, ihr wisst, aber machen wir jetzt nicht so. Wir werden jetzt diese Bilder einfach so verkaufen. Und ich bin jetzt momentan noch am Überlegen, wo wir diesen Wintergarten anbauen. Also, weil ich möchte einen Wintergarten bauen und dafür brauchen wir Geld. Und das werde ich mir jetzt nicht kaputt machen lassen von meinem Spiel. Ich möchte jetzt mit Nelia und Kai das Geld verdienen, dass sie dann eben hier diesen Wintergarten anbauen können. Ich hatte erst überlegt, ich glaube, den Gedanken hatte ich noch nicht zu Ende geführt. Ich hatte erst überlegt, dass wir Kai ein Gewächshaus bauen, also hier hinten einfach so ein ganz normales Gewächshaus. Hä? Was willst du, Blumenhase? Nein. Du hast schon mal gefragt und da hast du auch schon mal einen Korb bekommen. Ja, also genau, ein ganz normales Gewächshaus hatte ich überlegt, aber das ist ja viel zu langweilig. Und deswegen fand ich die Idee so gut mit diesem Wintergarten, dass wir vielleicht jetzt eben diesen Wintergarten anbauen. Und das halt so eine Art Gewächshaus ist, wo Kai dann halt auch so ein paar Pflanzen noch anbaut und so. Ich bin jetzt halt gerade nur total unsicher, wo wir diesen Wintergarten anbauen. Also ich meine, wir könnten theoretisch den Bereich hier ein bisschen vergrößern und da halt den Wintergarten dran machen, aber eigentlich finde ich das auch so offen ganz schön. Jetzt hatte ich gerade überlegt, ob wir vielleicht hier in diese Ecke einfach den Wintergarten bauen, weil hier haben wir Platz und hier könnten wir halt von der Küche aus oder ich könnte theoretisch, also Nelias Staffelei und das Klavier könnte theoretisch auch in den Wintergarten, sodass man dann hier vielleicht so eine größere Tür oder so einen Durchgang oder so macht und dann könnte man halt von hier in den Wintergarten. Ich glaube, das machen wir auch so. Vielleicht gibt es da sogar noch einen kleinen Ausgang aus dem Wintergarten, dann kann man nämlich einmal hier in den Garten raus und einmal hier in den Garten raus und kann dann theoretisch auch, wenn dann hier das Baumhaus irgendwann mal gebaut ist, eben da zum Baumhaus, wenn das dann eben, also die Kinder, ach, es wird so schön, Leute. Ich glaube, ich lasse tatsächlich auch die Altersspanne jetzt so, wie sie ist, sodass Darian dann tatsächlich in einer Woche schon Geburtstag hat, dass wir dann ein Kind haben, weil auf die Altersspanne freue ich mich halt auch total, weil da kommen auch nochmal so viele neue Sachen dazu, dass er dann, ich glaube, wenn die den ersten Tag in der Schule waren, bringen die halt irgendwie auch so ein Gemälde mit, also dass sie das erste Mal im Blumenhase, geh mal weg, du irritierst mich total. Nelia will ihn auch gerade nicht sehen. Also wenn die das erste Mal in der Schule waren, dass sie dann so ein Bild mitbringen und es tut mir voll leid, wie er jetzt hier so geknickt rumläuft, ne? Aber es ist nicht mehr Ostern. Ihr hattet mich übrigens auch gefragt, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit so am Springen bin. Erstmal das eine noch zu Ende. Also wenn sie das erste Mal in der Schule waren, bringen sie ein schönes Bild mit. Er kann dann Fahrradfahren lernen, er kann dann das Baumhaus mit Lilly zusammenbauen und all solche Dinge. Und da freue ich mich drauf. So, aber jetzt nochmal zurück zum anderen Thema, das ich tatsächlich jetzt total vergessen habe. Ah, was ist mit meinem Hirn los? Okay, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein. Ich lasse Nelia jetzt halt hier noch ein bisschen malen und vielleicht fällt mir bis dahin wieder ein, was ich noch sagen wollte, bestimmt. Also im Schnitt werde ich wieder denken, Jessica, du bist so blöd. So, wir haben jetzt ein 757 Simoleons-Gemälde hier hergestellt und haben damit 1338 Simoleons. Okay, also ich würde mal sagen, Nelia malt jetzt noch ein Bild. Was ist eigentlich mit unserem Kind? Also, Darian schläft die ganze Zeit. Das ist natürlich, ja, steh mal auf, Darian, sonst schläfst du die ganze Nacht nicht mehr. Ich würde sagen, Kai kümmert sich jetzt ein bisschen um Darian und kann hier vielleicht auch in seinem. Ach, er kann ja seine ganzen Gartensachen noch verkaufen. Okay, das kannst du jetzt mal als erstes machen, Kai, weil damit kriegen wir nämlich auch nochmal eine Menge Geld. Ich werde allerdings, wenn wir jetzt unseren Wintergarten gebaut haben und damit wieder so ein teures Dings weg ist, werde ich einige von diesen Blumen wieder entfernen, weil ich finde das momentan so ein bisschen blöd, dass wir da so super viel Geld mit dem Garten verdienen.
Ah, ich weiß, ich widerspreche mir momentan so ein bisschen, weil ja, ich möchte auch ganz gerne momentan viel Geld verdienen, weil ich habe so viele Pläne und ich möchte so viel machen und ich würde auch am liebsten, bevor das Baby kommt, noch einen Familienurlaub machen und so und das kostet halt alles Geld. Aber irgendwie finde ich, macht es auch keinen Sinn für Kai, zur Arbeit zu gehen, wenn er halt mit seinem Garten wesentlich mehr Geld verdient, als er jemals verdienen würde, wenn er halt zur Arbeit geht. Das finde ich halt ein bisschen unrealistisch. Ja. Ich muss mir da noch Gedanken machen, warum ist der Blumenhase schon wieder hier und warum leckt mein Spiel jetzt schon wieder so fürchterlich? Was ist da wieder los? So, willkommen zurück. Ich habe tatsächlich gerade mein Spiel neu gestartet, weil ich kann das echt absolut nicht leiden, wenn, warum tut der Blumenhase sich das an? Der ist doch wirklich, also, das muss doch so wehtun, jedes Mal wieder einen Korb zu kriegen. Aber das ist doch ein ultra nerviger Bug, oder? Ich finde das so blöd, dass das einfach immer und immer wieder passiert. Ich meine, er ist jetzt einfach so verletzt und so traurig, dass Nelia ihm jetzt jedes Mal einen Korb kriegt. Ich meine, mittlerweile hasst er sie und warum fragt er trotzdem noch? Also, warum hat Nelia Stress mit Liam? Was ist da los? Also, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Spiel ist irgendwie weitergelaufen, ohne dass ich irgendwas getan habe. Das ist höchst merkwürdig, weil ich wüsste gerade nicht, warum Nelia Stress mit Liam hat. Also ich meine, die haben sich ja gesehen auf dem Geburtstag. Habt ihr da irgendwas beobachtet? Ich nehme übrigens gerade auf, bevor das vorherige Video online ist. Also ich kann gerade noch nicht auf eure Kommentare aus dem vorherigen Video eingehen. Also falls ihr da irgendwas beobachtet habt und das schon drunter geschrieben habt, dann werde ich das dann wissen. Aber jetzt gerade weiß ich es auf jeden Fall noch nicht. Ja, okay. Also unser Kind ist jetzt mal aufgestanden, ist bester Laune. Das freut mich natürlich sehr. Ich würde sagen, wir können vielleicht jetzt gerade, sollen wir schon anfangen zu bauen? Nee, wir bauen morgen. Wir werden jetzt heute Abend noch ein bisschen Zeit irgendwie mit Darian verbringen, glaube ich. Ich bin gerade am Überlegen, wo wir am besten mit ihm hinfahren können. Weil ich meine, Nelia wird jetzt wahrscheinlich auch denken, okay, Darian wird schon bald eben kein Einzelkind mehr sein und wird dann eben bald schon, wird schon bald eine kleine Schwester bekommen, dann werden wir halt nicht mehr so viel Zeit für ihn haben. Und deswegen glaube ich, wird sie jetzt versuchen, noch möglichst viel Zeit eben mit ihm zu verbringen. Und ich hatte ja gesagt, ihr wisst vielleicht noch damals beim Ultraschall von unserer neuen Tochter, die jetzt kommt, ja? Da war ja die Ärztin, die den Ultraschall gemacht hat. Und die ist nämlich eine Nachbarin. Also aus der Nachbarschaft von den Leuten, wo ich gerne möchte, dass da auch noch. Ach, wie umständlich kann man etwas erklären? Also auf jeden Fall, die Ärztin hat auch ein Kind und ich möchte eigentlich ganz gern, dass Nelia diese Familie auch ein bisschen kennenlernt. Und ich würde sagen, dass sie vielleicht jetzt zufällig durch irgendeine Facebook-Mami-Gruppe oder sich so sich nochmal irgendwie, dass sie nochmal in Kontakt gekommen sind und dass wir vielleicht jetzt da noch hinfahren. Ich meine, wir haben zwar 18 Uhr, aber ich glaube, sie ist ja Ärztin. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie sie heißt. Und das heißt, sie war ja auch den ganzen Tag dann arbeiten. Okay, Darian ist nämlich jetzt auch fertig gebadet. Das heißt, Nelia ist ein bisschen müde, aber das ist nicht schlimm. Das heißt, wir können jetzt mal dorthin reisen. Dann kennen wir nämlich, glaube ich, die kompletten Leute. Genau, Familie Robertson ist das. Da ist nämlich das eine Kind mittlerweile schon zum Kind geworden. Und er hier wäre dann halt Chase. Genau, Chase wäre dann halt ein potenzieller Freund noch für Darian. Und dann hat er nämlich eine Riesenfreundesgruppe, weil er kennt ja dann hier von Familie Starks Julie. Das wird ja wahrscheinlich seine allerbeste Freundin, weil die kennen sich halt einfach schon ewig. Dann kennt er hier noch, genau, die hatte ich glaube ich auch ohne euch umgestylt. Einmal Fabiana und Aiden, die sind nämlich auch zu kleinen Kindern geworden. Dann kennt er noch seine Großcousine Hayley und das war's. Aber dann hat er halt einen riesen Freundeskreis und ich finde, das passt halt einfach richtig gut zu Darian. Ja, also ich würde sagen, Kai bleibt mit Cody wieder zu Hause und Nelia reist jetzt einmal mit Darian alleine dahin, weil ich da. Also Kai muss auch morgen wieder arbeiten und so, deswegen wird er dann vielleicht sagen, so ich bleib lieber zu Hause. Und wir lernen jetzt einmal noch die letzte Familie kennen, die in die Krabbelgruppe soll. Ach, und die stehen auch direkt schon vorne. Ja, also das ist Dale. Genau, Dale ist nämlich derjenige, der in die Krabbelgruppe soll, weil Dale ist nämlich der Familienvater hier. Also er ist quasi derjenige, der, okay, er hat gerade ein bisschen schlechte Laune, vielleicht wegen dem Regen, vielleicht mag er das nicht so gerne, wenn es regnet. Er ist nämlich derjenige, der zu Hause bleibt mit den Kindern und seine Frau geht arbeiten. Ich fand das nämlich auch ganz schön, wenn wir mal so eine Konstellation halt hier in unserem Let's Play haben, weil es ist ja irgendwie auch nicht immer so, dass nur die Mütter zu Hause bleiben und deswegen fand ich das ganz schön, wenn wir das dann halt ihr auch so ein bisschen repräsentiert haben, dass es eben auch die andere Variante gibt. Nelia, klopf mal an die Tür, dann können wir nämlich auch seine Frau kennenlernen, weil mir ist gerade absolut der Name entfallen, wie sie heißt. Okay, aber sie scheint auf jeden Fall Dale sympathisch zu finden. Große Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ja, ihr habt euch gerade kennengelernt, das ist ja wieder wundervoll von diesem Spiel. Genau, seine Frau
Frau heißt Christy und Christy hat ja bei Nelia den Ultraschall gemacht und ich glaube, dass sie dadurch halt jetzt so ein bisschen in Kontakt halt gekommen sind. Die große Neuigkeit weiß die eigentlich bereits, denn sie hat den Ultraschall gemacht, aber ja, wir wollen jetzt mal nicht zu kleinkariert sein. Wir können ihr mal ein Kompliment über ihr Outfit machen. Sie ist gerade total genervt. Wahrscheinlich hatte sie gerade halt eine mega anstrengende Schicht. Darian, komm mal bitte hier rein. Gott sei Dank ist er schon drin, weil es gerade so am Gewittern wieder draußen. Richtig schlimm, was wir teilweise hier für ein Wetter aktuell haben im San Sequoia. Nelia, du musst vielleicht mal Chase gerade rausholen, damit wir uns erstmal freundlich bei ihm vorstellen können und Darian dann eben auch sich freundlich bei ihm vorstellen kann. Weil ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass Chase halt auch so ein Kumpel wird von Darian, weil er gibt mir irgendwie auch so ein bisschen diese Vibes von diesem coolen Surferboy, der nachher auch im Football-Team mit drin ist und so, dass Darian und er dann halt zusammen so im Football-Team sind und also in der Highschool, dann ist es sehr weit gedacht. Aber bei ihm kann ich mir das irgendwie gut vorstellen, weil er kommt ja halt hier auch aus gutem Hause. Also ich meine, seine Mom verdient mit Sicherheit sehr, sehr viel Geld als Ärztin. Ja, das Haus ist noch nicht dementsprechend eingerichtet, aber das können wir ja noch ändern. Ich meine, aktuell ist sie ja vielleicht nur Assistenzärztin oder so und wird dann aber, bis er halt in die Highschool kommt, auf jeden Fall eben auch eine erfolgreiche Ärztin sein und deswegen ist er dann eben... ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Wie ich die ganze Story gerade so ein bisschen im Kopf habe, dass das halt so der, aus gutem Hause Junge ist. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, Darian, stell dich mal bei ihm vor, dann könnt ihr nämlich direkt jetzt schon mal Freunde werden. Das finde ich nämlich richtig schön, weil Darian hat einfach mittlerweile echt richtig viele Freunde. Ich meine, ach, er kennt die anderen zwei noch gar nicht. Das müssen wir auch noch ändern. Da müssen wir auch nochmal dann hinfahren. Das mache ich vielleicht jetzt gleich ohne euch, weil theoretisch kennt er die zwei ja schon. Weil ich fände es eigentlich ganz schön, wenn er den eben alle so kennt, aus seiner Krabbelgruppe, dass wir dann eben immer viele... Ach, er versteht sich ja auch schon ganz gut mit ihm. Er kann nur immer Unfug reden. Genau, die zwei verstehen sich jetzt direkt hier auf Anhieb und werden direkt gute Freunde und ja. Ich werde die jetzt alle noch so ein bisschen interagieren lassen. Christy geht es gerade irgendwie überhaupt nicht gut. Nelia wird versuchen, vielleicht sie so ein bisschen aufzuheitern und... ja, aber mit Dale versteht sie sich tatsächlich relativ gut. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, weil ich meine, er wird ja, wir können ihn ja eigentlich auch direkt schon mal hinzufügen. Er wird ja letztendlich derjenige sein, der dann in der Krabbelgruppe ist und nicht seine Frau, weil Christy eben, wie gesagt, die Berufstätige ist, die jetzt gar nicht so dann damit, also die, sie möchte nicht in die Krabbelgruppe. Das macht halt Dale alles. So, das heißt, wir haben dann Raina, Dale, Cleo. Habe ich jemanden vergessen? Ich habe doch jemanden vergessen, ja. Hier von Julie, die Mutter. Josie, genau, Josie habe ich vergessen. So, aber ich glaube, jetzt sind wir vollständig. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir unsere Krabbelgruppe hier mal einladen, dann können wir zusammen backen, wir können zusammen Kaffee trinken, wir können zusammen Kreuzstich machen, stricken und freundlich zueinander sein und nicht kämpfen. Ich finde das eigentlich total süß. Ich bin mal gespannt, ob Dale da auch so Bock drauf hat. Vielleicht, ne? Ich meine, vielleicht ist das auch einfach so, er geht da voll drin auf. Ich meine, beide sind gerade irgendwie ein bisschen traurig. Es tut mir irgendwie total leid, dass Nelia jetzt hier so angekommen ist und kommt hier in so eine richtig schlechte Stimmung und kriegt das auch irgendwie gerade nicht hin, so alle wieder aufzumuntern. Irgendwie geht es beiden einfach nur total schlecht und beide fühlen sich ultra unwohl. Das tut mir irgendwie voll leid. Also, naja. Wer weiß, woran es liegt. Also, wenn ihr eine Story-Idee habt, immer her damit. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Ich meine, die haben sich heute erst kennengelernt und sind einfach jetzt schon so gute Freunde. Ich sehe das schon richtig, wie die später auf der Highschool halt zusammen Quatsch machen. Und ich meine, Darian ist ja ein total liebes Kind und er wird wahrscheinlich auch später ein relativ verantwortungsbewusster, lieber Teenager sein. Aber ich glaube, Chase hat schon echt so ein bisschen andere Pläne zum Teil. Also ich glaube, da wird Darian auch oft so ein bisschen noch aufpassen auf ihn, dass er halt nicht zu viel Mist baut. Also kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Ich finde das total schön. Ich finde das einfach total schön, dass sich jetzt auch schon wieder so eine Freundschaft entwickelt. Aber ich würde sagen, ich mache mich jetzt noch ganz kurz auf den Weg zu der anderen Familie, damit Darian da auch noch die Freundschaften schließen kann. Das mache ich jetzt aber ohne euch, weil theoretisch ist das schon passiert. Das ist jetzt so eine inoffizielle Geschichte hier, was ich hier gerade mache. Und dann spule ich weiter bis zum nächsten Tag und dann bauen wir unseren Wintergarten, würde ich sagen. Ich glaube, mir ist gerade eingefallen, was ich euch noch sagen wollte eben, wo ich den Faden verloren habe. Und zwar hatte jemand gefragt, glaube ich, wie man zum Beispiel Ostern hinzufügt. Meines Wissens nach geht das, glaube ich, nur mit dem Jahreszeitenpack. Also mit dem Jahreszeitenpack kommt ja auch hier dieses Erntefest und so. Und dann könnt ihr einfach hier hingehen, einen Tag auswählen, jetzt beispielsweise das, und dann macht ihr einfach Feiertag hinzufügen und dann könnt ihr das halt auch benennen,
könnt hier ein Bildchen vergeben und so, was wie das dann heißen soll. Ich habe zum Beispiel jetzt hier halt einfach das Osterbildchen genommen und dann könnt ihr nämlich hier auch was auswählen, was man halt an diesem Tag macht. Und dann habe ich nämlich hier Blumenhase ausgewählt, Eiersuche. Genau, also das könnt ihr alles selbst einstellen. Also wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder so, was wir hier für Feiertage noch hinzufügen sollen. Wir haben jetzt aktuell, also wie gesagt, Ostern hatten wir ja erst, den Liebestag habe ich gelassen. Dann gibt es hier die Sommerferien. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass wir halt auch Sommerferien haben, wo dann, also die eigentlich sollten die Sommerferien im Sommer sein. Das muss ich dann nochmal überarbeiten. Winter ist nämlich gerade irgendwie auch im Sommer. Das ist ein bisschen, also Weihnachten ist im Sommer, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd gelaufen. Da muss ich mal gucken, woran das liegt, aber das können wir dann alles noch anpassen. Ja, aber so könnt ihr das nämlich dann alles einstellen. Okay, also jetzt bekomme ich hier, hallo Kai, hier spricht deine Jobagentur. Wir möchten dich freundlich daran erinnern, dass zahlreiche Aufträge auf dich warten, falls du interessiert bist. Kai ist nicht Freelancer, sondern Nelia. Und er ist auch kein Hersteller. Also ich meine, ihr habt mir auch geschrieben, dass ihr diesen Bug auch manchmal habt. Mich wundert halt jetzt nur, dass diese Freelancer-Karriere irgendwie nicht mehr zu finden ist. Oder hat sie jetzt wieder? Nee, ich gucke jetzt nochmal nach. Vielleicht war das auch, also vielleicht habe ich es auch übersehen, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Weil ich habe eben wirklich 3-4 Mal die Liste hoch und runter gescrollt und habe die Freelancer-Karriere einfach nicht gefunden. Ich hasse Patch-Days, Leute. Wirklich. Es ist übrigens fast 5 Uhr morgens. Es ist wirklich eine absolut schreckliche Uhrzeit, um aufzustehen. Aber Darian hatte leider einen Albtraum und konnte dann nicht mehr einschlafen. Und deswegen sind seine Eltern jetzt gerade aufgestanden, aber nee, also ich sehe hier immer noch nichts von Freelancer. Schade, schade, schade. Aber gut, Nelia hat trotzdem eben die Zeit genutzt und natürlich noch eben so schnell ein Bild daher gezaubert. Und das bedeutet, dass gleich, wenn es ein bisschen heller ist, also ich möchte eigentlich im Hellen bauen, dann können wir gleich den Wintergarten erstellen und da freue ich mich drauf. Also ich hoffe, dass ich das so hinkriege, wie ich das aktuell im Kopf habe, aber wenn ich das so hinkriege, dann wird es wirklich wunderschön. Ich glaube, ich lasse Nelia gerade schnell noch ein Bild malen, weil wir brauchen nämlich Geld dafür und ja, ich weiß, ich habe das alles anders vorgehabt, aber Leute, wir brauchen das Geld, wir brauchen das Geld und ihr wollt ja auch ein schönes Zuhause hier für die 3, beziehungsweise bald 4. Wir müssen ja auch noch ein Kinderzimmer einrichten. Okay. Ja, das heißt, dafür brauchen wir auch nochmal Geld. Und wir müssen dann mal überlegen, ob Darian dann schon hochzieht. Weil wir wollten ja eigentlich immer das, aber beziehungsweise das Baby wird ja erstmal ein Baby sein. Das heißt, das wird hier in der Wiege erstmal liegen und bis dahin wird Darian ja auch motorisch noch ein bisschen weiter sein und vielleicht ist er dann auch schon, jetzt soll unser Hund noch einen Auftrag annehmen. Ah, dieses Spiel. Was ist Cody denn? Okay, Cody kriegt nichts vorgeschlagen. Schade. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was Cody für einen Nebenberuf ausübt. Das wäre wirklich mal interessant gewesen zu wissen. Darian hat einfach gerade Level 4 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Darian ist wirklich so ein schlaues Kind. Wirklich richtig cool. Ja, so, ich lasse Nelia noch ein bisschen malen. Und wenn es dann gleich ein bisschen heller wird, dann bauen wir zusammen einen Wintergarten. Okay, ich werde jetzt schon anfangen zu bauen. Nelia hat gerade nochmal 700 Simoleons verdient mit dem Bild. Und mir ist gerade eingefallen, ich kann ja auch einfach die hier einfach umstellen, dann ist es ein bisschen heller. Das geht ja auch. Okay, Leute, ich werde jetzt anfangen zu bauen und dann sehen wir uns gleich nach dem Bauen wieder. Ich hoffe, dass ich das so hinkriege, wie ich das gerade im Kopf habe. Das wäre so schön, weil ich habe so eine tolle Idee gerade, wie man das hier bauen könnte. Ich hoffe, dass ich das im Ansatz so umgesetzt bekomme, wie ich das gerade im Kopf habe. Ja, wir sehen uns gleich wieder.
Okay, Leute, wir haben einen Wintergarten und ich finde es tatsächlich richtig, richtig cool. Also ich finde es bedeutend besser, als hätten wir jetzt einfach nur wieder irgendwie so mitten in unseren Garten einfach irgendwie ein Gewächshaus geklatscht. So haben wir jetzt halt so eine Art Wintergarten bzw. Gewächshaus, also so eine Mischung daraus halt. Also Kai kann halt hier seine Pflanzen anbauen und Nelia hat hier ein bisschen, ja, so einen kleinen Bereich, wo sie halt mit perfektem Licht halt malen kann, also mit der besten Atmosphäre. Sie kann einfach sich hier hinstellen und dann ihren Kindern beim Spielen zuschauen später. Und ja, ich finde das auf jeden Fall sehr schön. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so habt, dann immer her damit. Was ich eben nämlich auch noch erzählen wollte, ich glaube, das war das, wo ich den Faden verloren habe, dass ja jetzt das neue Pack rausgekommen ist mit diesem, also dieses Set, nicht Pack, sondern das Set mit den Gewächshäusern, was irgendwie komplett an mir vorbeigegangen ist. Ja, und das war natürlich jetzt perfekt hier für unser Gewächshaus, was wir jetzt, also Gewächshaus beziehungsweise Wintergarten, was wir jetzt hier gebaut haben. Das ist einfach jetzt wahnsinnig groß, sehe ich gerade. Also es ist wirklich sehr groß geworden. Das hat auch echt viel Geld gekostet. Aber damit, finde ich, haben wir jetzt unser Haus wieder ein kleines Stückchen irgendwie schöner gemacht. Also ich meine, es ist ja so schon schön gewesen, aber ja, ich war mir nicht so ganz sicher mit dieser Tür hier, ob das nicht ein bisschen zu riesig ist. Ich wollte eigentlich so einen Durchgang haben, aber das passte nicht. Ihr habt es wahrscheinlich in der Aufnahme gesehen. Vielleicht nehme ich doch eher eine andere Tür, die nicht ganz so hoch ist, aber da muss ich noch gucken. Also es ist alles noch nicht so final abgeschlossen hier, aber ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Wintergarten. Ich würde sagen, an der Stelle werde ich diesen Part jetzt auch einmal beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, auch wenn ich heute in diesem Part irgendwie gefühlt ständig mit meinen Gedanken gesprungen bin. Also ich hat irgendwie so viele Sachen im Kopf, die ich euch erzählen will und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin da sehr, sehr oft mit meinen Gedanken gesprungen. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm, wie ich es jetzt gerade empfunden habe. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von unserem neuen Wintergarten haltet und generell eure Ideen und Ziele, Wünsche, was weiß ich für die Zukunft. Ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt gleich, bevor ich den nächsten Part, also weil ich werde jetzt gleich im Anschluss noch den nächsten Part aufnehmen, werde ich die Schwangerschaftsdauer doch wieder auf 3 Tage stellen, weil ich merke nämlich gerade, dass jetzt, wo ich die Spielgeschwindigkeit umgestellt habe, das geht übrigens mit dem MC Command Center, weil ich weiß nämlich ganz genau, dass da wieder ganz, ganz viele Leute fragen werden. Mit dem MC Command Center geht das unter, wenn ihr auf einen Computer klickt, Spieleinstellungen und dann Spielgeschwindigkeit, müsste das ziemlich sicher sein. Da könnt ihr die Spielgeschwindigkeit einstellen. Ich habe die jetzt aktuell auf 50 stehen. Ich merke schon, dass dadurch das Spiel bedeutend langsamer wird. Also vielleicht drehe ich da auch noch mal ein bisschen dran. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass das Spiel dann nicht so rast. Also ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, die Tage fliegen einfach so dahin. Und jetzt war das wirklich ganz schön. Ich habe jetzt wirklich viel geschafft, obwohl wir ja irgendwie um, keine Ahnung, 16 Uhr oder so gestartet haben in diesem Part oder 14 Uhr oder so, haben wir irgendwie nur einen halben Tag gespielt. Und deswegen werde ich jetzt auch die Schwangerschaftsdauer wieder ein bisschen umstellen, weil sonst dauert es einfach ewig, bis das Kind kommt. Ich möchte nämlich eigentlich ganz gerne entweder im nächsten oder spätestens im übernächsten Part dann eigentlich auch das Kind schon bekommen. Und ja, das dauert mir nämlich sonst alles ein bisschen zu lange. Und vor allem, wenn Darian halt in einer Woche schon zum Kind wird, wäre es halt auch ein bisschen unrealistisch, finde ich, wenn dann jetzt die Schwangerschaft halt dafür so ewig dauert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde es wahrscheinlich wieder ändern. Genau, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich sehr, von euch in den Kommentaren zu lesen und wünsche euch dann jetzt bis zu meinem nächsten Part noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns, bis dann. Tschüss.